eure Videos. Moin Leute, ich begrüße euch. Willkommen zu Achtung, 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 Achtung. Folge 243 wollte ich eigentlich noch sagen. Viel Spaß. Danke für die Warnung. Ich habe gerade in den Rückspiegel geschaut. Wegen Nico. Bitte. Ja, tote Winkel lauern nicht nur beim LKW, auch hinter der A-Säule, da ist immer viel los. Da hilft beim Reinfahren nur, den Kopf vor und zurück zu bewegen, damit man um diese Säule drum zugucken kann. Rettungsgasse mal wieder überhaupt nichts, Alter. Ich stehe hier extra an der Seite, es kommt keiner hier. Macht keiner Platz. Solche volle Alter. Failfox fährt in seinem Golf 3 durch die Gegend, hinten Anhänger dran. Ja, ist ja nichts Böses, ne? Golf 3 sind übrigens alte Autos. Da ist noch nicht irgendwie, wer weiß, wie viel Technik drin. Also, das war ein bisschen gewagt vom Krankenwagen. Also, meine Meinung auf jeden Fall. Da vorne geht's ein bisschen, oder total, im Pixelmatsch unter. Stellt euch vor, da fährt ein Mercedes-Kombi mit einem Anhänger voll mit Holz und der gerät ins Schlingern. Und Katastrophe. Alter! Ach du Scheiße! Ach, Kacke! Was ist denn da passiert? Ach du Kacke, ey! Wer jetzt die Aufräumarbeiten nicht sehen möchte, ich finde es aber hochinteressant, der kann jetzt anderthalb Minuten vorspulen. Aber trotzdem, ich finde das gut, hier halten tatsächlich mal drei Autos an und zusammen reißen sie diesen Anhänger da wieder von der Straße. Und ob sie ihn wieder angekuppelt kriegen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist alles total verdreht, kaputt. Kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Unsere Kamera fährt auch so früh wieder weg, dass man es nicht mitkriegt. Ich schätze, da hilft ein Abschleppwagen und dann war es das mit dem Anhänger. Also vorerst. Jetzt sind es nur noch 45 Sekunden zum Überspringen. Im letzten oder vorletzten Video habe ich meine Meinung zu sowas ja schon erzählt. Wie seht ihr das denn? Das war jetzt eine Bremsung von 72 auf 23. Tut das Not? Leute. Der backt aber komisch. Shit. Oh ja. Andere Länder, andere Sitten, wa? Ja, ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Bloß weil bei uns zu Hause bei einem Bahnübergang 70 dran steht, wo man dann so schön drüber wegfahren kann. Ohne irgendwelche Huckelei, so ungefähr. Heißt das nicht, dass das im Ausland auch so ist? Wir sind hier in Polen. Schöne Grüße. Achtet drauf, wie der Gegenverkehr runterbremst und was hier unser Chrissy Max nicht macht. Alter. 70. So ein Stoßdämpfer-Test. Ich stehe auf richtig coole Blitze, ne?
Also wenn die Radfahrer über Rot fahren, ne? Ah ne, muss ich umformulieren, sonst heißt es wieder, ich würde alle meinen. Wenn der Radfahrer über Rot fährt, dann müssen die Autos, na, dann muss der PKW ja hier auch nicht warten, ne? Was gibt's denn da so blöde zu feixen? Der hat nicht geblinkt. Ja, der hat auch. Der ist auch viel zu schnell. Manche glauben halt einfach, dass sie ganz alleine auf der Welt sind, ne? Und dann ist denen scheißegal, ob sich die anderen verjagen oder was. Ich dachte halt, der fährt jetzt einfach. Ballert einfach geradeaus durch. Da hinten links, da läuft gleich so ein Bengel über die Straße und dann steht er mitten auf der Kreuzung oder auf der Straße und grinst debil da rum. Findet sich ganz toll offensichtlich. Ach, der Junge da. Ob dieser Junge schuld ist, dass gleich passiert, was passiert, weil sich derjenige erschreckt, keine Ahnung. Zumindest ist das Marc seine Theorie. Oh mein Gott, Schatz, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, richtig schön zu sehen, wie das wie ein Katapult wirkt, wenn beide Räder sich so zusammen da berühren und dann wird der eine hochgeschleudert. Also faszinierend. Übrigens, nur der Fahrer hat sich verletzt am Kopf. Nichts Wildes, die anderen sind alle unverletzt. Und diese beiden, die da vorne standen, Alter, hatten die ja ein Schwein, ne? Wären die da noch zwischengekommen? Ja, alter Schwede. Den Unterleib hätten sie abnehmen können, von beiden wahrscheinlich. Kerl, alter Schwede, ey. Gruselig, was da noch alles hätte passieren können. Die hatten wirklich Glück. Übrigens sagte die Polizei dazu, technischer Defekt des Wagens. Ob das wirklich so ist, naja, oder ob man einfach nur Gas und Bremse verwechselt hat. Vielleicht sogar, weil, wie gesagt, dieser Bengel den Fahrer erschreckt hat. Man weiß es nicht. Ich sag mal so, Achtung laut. Der bremst so komisch. Was ist denn da los? Voll. Ja. Licht an die Möhre! Halt die Fresse, hat er zurückgerufen. Schnauze. Ey, den hast du nicht gesehen. Nein, ich habe. Am besten abbildet, das ist die Reizbarkeit. Also man reagiert aggressiv auf Reize, wo man üblicherweise noch nicht aggressiv reagieren würde. Und das finden wir schon bei 50%. Also jeder zweite. Heller mache ich's mal. So, Chrissy, packt selber an. Oh, vielleicht ist aber auch Max. Anderen Golfern auf dem geteilten dritten Platz, hat sich aber von Rang 5 nach vorne gearbeitet. Selbst Racker hat 2 Birdies gespielt, sonst alles Paar und ist als Ender Schaufele. Bereits 4 Schläge. 11 Löcher muss selbst Racker in Wien, im Burgenland, in der Steiermark. Na, auf jeden Fall ist er ein kleiner Hulk. So ganze Bäume wegschieben, das kann nicht jeder. Mein Held bist du auch, Dankeschön. Manchmal, wenn man so einschlafen will eigentlich und dann greift die Hand so gegen den eigenen Willen nochmal zum Handy und dann, wow. Und dann guckt man halt, dann googelt man sich so irgendwie. Na, wer hat den wilden Horsi in dem Clip entdeckt? Da vorne fahren 2 Autos, der vordere.
Der möchte jetzt gleich einparken. Und Meyer sagt, der Blinker war auch frühzeitig gesetzt, das konnte er von seinem hohen Ross sehen. Aber die Troller dahinter, die hat's nicht gesehen. Und anscheinend ist sie auch nicht bereit, mal noch ein Güstenstückchen zurückzufahren. Ach, diese Menschen, ich hasse sie, ne, ehrlich. Da steht sie da und hupt und pöbelt. Weißt du, was in der Ecke scheiße, ne? Wenn da einer so rumkriecht, dann fühle ich durch einen Holzschuh, dass der da gleich irgendwas vorhat. Sowas wie einparken oder so, ne? Dann hält man Abstand, aber nö.